Und so die erste ist Frau Linda Geile von der Universität Liepājā mit dem Vortrag Botanische versus somatische Phraseologismen in der russischen, lettischen und deutschen Sprache aus translatorischen Sicht. And now please welcome Linda Geile, University of Liepājā, with the speech Botanical versus Semantic Phraseologismen in Russian, Latvian and German from a translation perspective. Welcome, the floor is yours. Guten Tag an alle Konferenzteilnehmer und ich versuche jetzt nun die Präsentation. Ja. Also zuerst einmal auch einen großen Dank an die ganze Konferenzorganisatoren, die mir erlaubt haben, mich auch eingeladen haben, an dieser Konferenz teilzunehmen. Ich werde ein bisschen einerseits ein schon bekanntes Thema behandeln, aber andererseits noch nicht so bekanntes. Und möchte ich euch ein bisschen in die Welt der Somatismen und in die Welt der Botanik einführen. Wir kennen die Botanik, begleitet uns fast jeden Tag. Ohne Botanik oder die eigentlich zu Naturwissenschaften auch gehört, können wir nicht leben. Ebenfalls können wir nicht ohne unseren Körper, der Körper zeigt uns, wir können die Natur riechen, die Natur heilt uns, wenn wir sie mit den Füßen betreten, wir fühlen sie, wir können etwas in die Hand nehmen und wenn wir Blumen überreicht bekommen, dann fühlt sich unser Herz sehr gut. Und natürlich auch für die Ohren ist die Botanik etwas Interessantes. So, nun zum eigentlichen Forschungsobjekt und zum Thema mehr. Das ist die Struktur meines Vortrages. Ich komme zu einer, beginne mit einer kleinen Einführung. Dann komme ich zum sogenannten Case Study, in dem die Somatismen und Phraseologismen mit botanischen Komponenten gegenübergestellt werden. Es wird sozusagen ein Versuch gemacht. Dann komme ich zu Somatismen und botanischen Phraseologismen. Welche sind nun die Merkmale dieser Phraseologismen? Dann komme ich auch zu den Beispielen. Abschließend werde ich an das Thema, wie gesagt, auf die Problematik der Übersetzung solcher Phraseologismen eingehen. Und als Schluss gilt dann Fazit und eine kleine Liste der verwendeten Bibliografie. Wie gesagt, das Denken und Sprechen sind komplementäre Prozesse, die sich im menschlichen Leben nicht voneinander trennen lassen. Die Tatsache, dass dieselben Erscheinungen und Inhalte der objektiven Realität in verschiedenen Kulturen und Sprachen unterschiedlich bewertet und verbalisiert werden, bringt einen auf den Gedanken, dass die Realität aufgrund der eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Denkprozess konstruiert und mittels Sprache zum Ausdruck gebracht wird. Die translatorische Tätigkeit basiert im Grunde genommen auf drei Grundfaktoren, die vital wichtig sind, um die Komplexität dieser Arbeit zu verstehen. Einerseits kennen wir, das sind die linguistischen Aspekte. Andererseits ist es die Kommunikation und die Pragmatik. Und andererseits sind das die kulturellen Faktoren. Und hier komme ich zum eigentlichen Thema, was wir mit Übersetzung von Phraseologismen verbinden können. Weil in den Phraseologismen ist sehr viel von der kulturellen Faktoren versteckt worden. Das Case Study bezieht sich auf ein praktisches Wörterbuch von der Kollegin Pawlowskaja an der Universität in Liepāja. Sie hat ein Wörterbuch mit russischen und lettischen somatischen Phraseologismen ausgearbeitet. Der Gedanke war, dieses Wörterbuch für Studenten und Schüler zur Verfügung zu stellen und als Lern- und Studienmaterial verwenden zu können. Aber dieses Material gilt auch sehr wohl für angehende Übersetzer und Dolmetscher. Das Wörterbuch umfasst 49 Körperteile. Hier sehen Sie nur einen kleinen Ausschnitt, wie es aussehen soll. Wie gesagt, es ist ein praktisches, ein handhabendes, kleines Wörterbuch,
für Studenten und andere Interessenten, genauso wie Übersetzer und Dolmetscher. Das Wörterbuch war die Idee der Kollegin, war dieses Wörterbuch mit Sonatismen aus der deutschen Sprache zu ergänzen. Die Idee auch war, die mittels der verschiedenen Übungen für Fremdsprachenstudenten und auch für Übersetzungsstudenten dieses Wörterbuch also helfen, die deutsche Version zu erarbeiten. Und dann kamen natürlich die Studenten mit gewissen Schwierigkeiten in Kontakt. Das Interesse mit botanischen Komponente hat mich wiederum auf die Idee gebracht, anzuschauen, wie die Botanik, wie die botanischen Namen, zum Beispiel von Gemüse oder Obst oder von verschiedenen Pflanzenteilen oder auch Baumarten in Verbindung mit dem menschlichen Körper kommen können. Darum entstand auch die Frage dieser Untersuchung, welche Verbindung besteht zwischen den Pflanzen und den Körperteilen eines Menschen und welche Herausforderungen sind beim Übersetzen der Somatismen und Phraseologismen mit Pflanzennamen oder sogenannten botanischen Phraseologismen aus der Sicht eines Translators zu überwinden. Phraseologismen als solche, hier sehen Sie die wichtigsten Merkmale und Charakteristik der Phraseologismen. Also es ist eine feste Wortverbindung, es sollen mindestens zwei Wörter da sein. Die Struktur eines Phraseologismus lässt sich kaum ändern. Wie zum Beispiel, man kann nicht anders sagen, wo ist Migulatsis auf Lettisch, die Wörter umkehren oder die Atsis Migulpost, da gibt der Sinn geht dann verloren. Oder Sand in die Augen streuen, es ist wie gesagt eine feste Wortbindung. Und damit lässt sich auch feststellen, dass das lexikalisch heißt, dass die Komponenten sind nicht austauschbar. Zum Beispiel durch Synonyme. Jemanden auf die Palme bringen, da kann man das Wort Palme nicht durch das Wort Birke ersetzen. Grammatikalisch haben die Phraseologismen auch unveränderliche grammatikalische Formen. Tomaten auf den Augen haben. Sie können nicht Tomate auf das Auge haben. Oder ziet rijkst auf Lettisch. Ziet rijkst, ja, das lässt sich schon grammatikalisch umformen, aber als feste Wortverbindung geht es nicht. Genauso verhalten sich diese Phraseologismen im Russischen. Und semantisch. Das ist nun auch eine problematische Frage für Übersetzer. Die idiomatische Bedeutung gilt für den gesamten Ausdruck und nicht für die einzelnen Worte in der Wortverbindung. Nun die Somatismen. Was sind dann die Somatismen? Das sind ebenfalls phraseologische Einheiten und die übertragene Bedeutung vom menschlichen Körper an sich stellen. Die stellen die Redewendungen dar, die ein Nomen enthalten. Und dieses Nomen bezeichnet nun ein oder mehrere menschliche Körperteile. Zum Beispiel, говорит в нос. Нос ist das Wort für die Nase auf Russisch. Runat zau degun, und da sehen wir das Komponent des menschlichen Körpers deguns. Und die Nase auf Deutsch, ebenfalls ein Körperteil. Historisch gesehen, die Somatismen bilden die größte Gruppe der Phraseologismen. Wie schon erwähnt, in dem praktischen Wörterbuch, in dem Untersuchungsobjekt, sind es insgesamt also etwa 50 Körperteile oder wie vorher erwähnt, genau 49. Die befassen, und das sind nur ein Auszug aus den Körperteilen, die erwähnt werden. Und die größte Anzahl haben die Phraseologismen, die Somatismen mit folgenden Körperteilen wie Auge, Kopf, Hand, Nase, Ohr und Zunge. Die Somatismen auch, was beschreiben nun die Somatismen? Das sind unterschiedliche Auslegungsweisen der menschlichen Körperteile und Organe in verschiedenen Sprachen und Kulturen. Somatismen können das Äußere eines Menschen beschreiben. Sie können auch einzelne Charaktereigenschaften darstellen, hier mit Beispielen, zum Beispiel Galawasa Davaya, zerstreuter, dummer Mensch, oder ein anderes Beispiel in der russischen Sprache.
Dann können in den Somatismen auch der Grad der Intensität über die Gefühle und Handlungen ausgedrückt werden. Ebenfalls die Handlungswart kommt in den Somatismen vor, wie Ruag Ruga oder Zahn um Zahn auf Deutsch, Plechum k Plechu in der russischen Sprache. Und auch die saloppe Art oder derbe Art, einen Menschen zu bezeichnen, kommt in den Somatismen vor. Hier wie ein Beispiel, Medny Lob oder Durnoi Glas, или Lujewaja Glotka, Airi auf Lettisch oder auf Lettisch Stobe, Gehalva. Nun die botanischen Phraseologismen. Auch diese, wie die Idee, meine Idee war, das in diesem Untersuchungsobjekt auch anzuschauen, wie nun die Pflanzennamen, die Gemüsearten oder Gemüsewörter vorkommen und wie sie mit dem Körper eines Menschen verbinden lassen. Das sind ebenfalls botanische Phraseologismen, sind ebenfalls feste, unveränderbare Wortverbindungen. Und im Kern haben sie einen Pflanzennamen oder einen Teil einer Pflanze. Zum Beispiel eine treulose Tomate, Korn auf die Mühle bringen, warten, dass die Ulme Birnen bringt oder Bohnen in den Ohren haben, wie ein Dorn im Auge oder Geld wie Heu. Auf Lettisch wiederum Sarkans kā biedi, dabūt pa biedi, bēt kā pupas, deguns kā gurķis. Oder auch Dīmes kā cepts avols. Auf Russisch jablaka rasdu bora ili aņutini glaski. Das sind ein paar Beispiele aus dem phraseologischen, Phraseologismen mit botanischen Worten. Und nun noch ein paar Beispiele, jetzt einmal so eine kleine Gegenüberstellung, dass man mit einer botanischen, mit einem Pflanzennamen gewisse Körperteile des Menschen bezeichnen kann. Zum Beispiel die Rübe. Die Rübe wird wie ein Kopf bezeichnet. Auf Lettisch heißt es auch Biete. Die Gurke ist wie eine Nase. Das gilt ein Vergleich natürlich in einem saloppen Art oder auch auf eine scherzhafte Weise. Auf Lettisch heißt es Gurke. Kürbis kann auch ebenfalls einen Kopf bezeichnen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel im Lettischen, Dabūt pa ķirvi. Die Pflaume wiederum gilt auch als Dummkopf, als Kamel oder Tollpatsch. Das wäre eine Beschreibung eines Menschen, Person, die immer versagt, wenig leistet und der man nichts zutraut. Auf Russisch kann man dieses Wort als Rastjapa verwenden. Plumete ist ein Diminutiv im Lettischen. Auf Deutsch könnte man es als Pfläumchen bezeichnen und das ist sozusagen ein blauer Fleck unter dem Auge oder Sinjak auf Russisch. Dann noch ein paar Beispiele hier ganz unten, Weigesiert Karoses oder auch Kapujenes. Das wird dann bezeichnet, wenn jemand rosa Wangen hat oder rötliche Wangen hat. Dann gab es noch, was ich interessant fand, jemand sticht den Hafer. Da haben wir eine Verwendung auf Russisch gefunden. Aber dann interessant war zum Beispiel, dass statt einem Pflanzenname aus einem Nomen ein Verb gemacht wird, jemanden Zwiebeln. Das könnte für einen Übersetzer auch ziemlich große Probleme bereiten, weil, ja, wie übertrage ich das? Übertrage ich das mit einem Nomen? Übertrage ich das mit einem Verb? Oder beschreibe ich das irgendwie, was damit gemeint ist? Noch ein paar Beispiele, die ich mir ausgesucht habe. Ich kann sozusagen nicht alle Pflanzennamen in einem Vortrag zusammennehmen, aber zum Beispiel zum Pfeffer. Pfeffer ist dann für sich etwas, es ist ein Gewürz, es ist auch eine Pflanze, aber gleichzeitig bezeichnet das auch Mut für jemanden. Das heißt, es ist wie eine Charaktereigenschaft eines Menschen. Bedeutet das also, aus dem Lettischen heißt es, wenn jemand dem anderen etwas Böses wünscht, da hat er Pfeffer auf der Zunge, wörtlich übertragen. Man könnte das auf Russisch
Aber ohne Pfeffer, das Wort Pfeffer in dem Ausdruck, Zipun, na Jazik. Auf Deutsch wiederum jemandem Zunder geben. Und hier weiter kommen noch die Beispiele aus einem lettischen Werk von Ruja Straunia Guseme, Land der Soldaten, übertragen auf Deutsch. Ein paar Beispiele, weil Botus Mails, Gats Piparot Straunia Joks, vielleicht hat jemand einen Scherz der Soldaten auf der Zunge, aber der ist ein bisschen gepfeffert, der Scherz. Und hier das andere Beispiel, ich hatte Pfeffer auf der Zunge, aber ich habe mich zurückgehalten auf der Seite 86. Dann, meine Stimme ist zu laut, aber ich habe dennoch die Pfeffer auf der Zunge und das heißt, ich möchte sehr gerne jemandem was sagen oder jemandem mit der sprechen. Pfeffer wird auch, das Wort oder der Pflanzenname wird auch in einer saloppen Art verwendet, im Deutschen Pfeffer im Hintern oder Pfeffer im Arsch haben. Dann gibt es noch ein anderes Wort, was ich ausgewählt habe, Mähle. Solche als Zunge, also als Organ, als Körperteil des Menschen. Aber es gibt auch eine Pflanze, die heißt ein Krausumähle, auf Deutsch heißt sie Färberwald. Ein Ausdruck wie Mehl, Garnater, das heißt eine ganz scharfe Zunge haben, oder auf Russisch auch Ostrojasek. Eine kleine Zulage zu diesen Beispielen kann man auch Runazar Putjem nennen oder durch die Blumen sprechen. Auf Russisch hat man im Wörterbuch von Frau Pawlowska wiederum Gavarit in der Skaze Zazilna gefunden. Noch ein paar, ein letztes größeres Beispiel ist über das Wort Karz oder Stiel oder Stängel. Das ist ein biegsamer Teil krautiger Pflanzen, der die Blätter und Blüten trägt. Ein paar Auszüge aus dem lettischen Wörterbuch, das online-lettischen Wörterbuch von Thesaurus LW. Karz wird als, also Stielstängel, wird im Lettischen auch als Synonym für Beine verwendet. Eine Redewendung wäre zum Beispiel im Lettischen Atstet Gaje, Katus, auch in einer derber, saloppe Art sich auszudrücken, das heißt sterben. Dann ein anderer Ausdruck, Katzirvikatum Lappas Plauks, auf Deutsch wäre das nie oder auch. Die andere Bedeutung auf Lettisch nekad, auf Russisch heißt es dann nikagda. Lautkatem valju, lange Beine machen oder sich schnell davon machen, kann man so im Deutschen darstellen und beschreiben. Dann kann man jemandem noch auf Deutsch, habe ich so einen Ausdruck gefunden, vor allem nicht vom Stängel, also man soll ruhig halten, sich ruhig halten und sich nicht keine Angst haben, sozusagen. Und nun zu der Problematik, was die somatischen und auch die botanischen Phraseologismen für einen Übersetzer darstellen können und auch natürlich für einen Dolmetscher. Aber da ein Übersetzer den Text vor sich hat, hat er genügend Zeit, einigermaßen genügend Zeit, je nachdem, nach der Aufgabe der Übersetzung und was für eine Art der Übersetzung das ist, Zeit, um das zu überlegen, welche Art ich für den Ausdruck in der Ausgangssprache in der Zielsprache wählen werde. Die Translationswissenschaftler sprechen meistens von 4 bis 6 Phasen beim Übersetzen der Phraseologismen. Die erste Phase gilt für das Erkennen eines Phraseologismus oder der beziehungsweise der phraseologischen Einheit. Die zweite Phase bezieht sich auf das Verstehen des Schwierigkeitsgrades dieser phraseologischen Einheit und die Zugehörigkeit zu einem Sprachstil. Hier kann man erwähnen, dass es ist wichtig zu wissen, ob man sozusagen eine gebildete Sprache wählt oder eher einen saloppen Ausdruck wählt für die Übersetzung. Die dritte Phase bezieht sich auf die Sinnerfassung einer phraseologischen Einheit und darin verborgene semantische bzw. übertragene Bedeutung.
Und die vierte Phrase bezieht sich nun auf das Übersetzen der phraseologischen Einheit. Beim Übersetzen der Phraseologismen, ich hoffe, ich habe noch Zeit, weil man über Likes. Ja, Sie haben noch 1, 2 Minuten, ja. 1, 2 Minuten, ja. Dann komme ich zum Fazit und Schlussfolgerungen. Da sowohl die Somatismen als auch botanische Phraseologismen widerspiegeln in den drei Sprachen den Menschen, seinen Charakter, seine Eigenschaften, Handlungen und Emotionen. Das Spektrum der Stilebene ist breit gefächert. Man sieht die Ausdrücke, die Phraseologismen in der gehobenen Sprache bis zum Derb- oder Salopp-Wendungen. Das erfordert von dem Translator oder vom Übersetzer spezifische Sprach- und Kulturkompetenz. Und hier komme ich zu sogenannten Translatorkompetenz und die translatorische Kompetenz eines Übersetzers. Das heißt, wie kann er oder wie kann ich den Sinn eines Phraseologismus in die Zielsprache übertragen, ohne dass die Idiomatizität des Phraseologismus in der Ausgangssprache, in der Zielsprache dann erhalten bleibt. Das heißt, dass die Idiomatizität nicht verloren geht. Hier spricht man oft auch von einer gewissen Kreativität der Übersetzer. Natürlich ist nicht wegzudenken von der Volläquivalenz oder Teiläquivalenz oder Nulläquivalenz beim Übersetzen der Phraseologismen. Und das erfordert auch diese Äquivalenzbegriff oder Äquivalenzsuche, erfordert natürlich auch vom Übersetzer nicht nur die Kreativität, sondern viel Suchen, viel Hilfsmittel verwenden, unterschiedliche Hilfsmittel verwenden. Das bezieht sich natürlich auch auf einsprachige oder mehrsprachige Wörterbücher und heutzutage natürlich auch Online-Quellen und Ressourcen. Unser lettischer Translationswissenschaftler und auch spanische Translationswissenschaftlerin Ripoll und der lettische Translationswissenschaftler Herr Silis, Professor Silis, hat einen schwierigeren Punkt beim Übersetzen der Phraseologismen hervorgehoben, nämlich bei der audiovisuellen Übersetzung. In diesem Fach werden die Idiome als eine der schwierigsten Herausforderungen für die Übersetzer angesehen. Und einen Punkt dazu kann man erwähnen, wenn im literarischen Werk der Phraseologismus voll ausgeschrieben werden kann, in der Zielsprache, dann beim audiovisuellen Übersetzen muss der Übersetzer schon überlegen, wie kürzt er denn über den Phraseologismus oder kürzt er denn nicht und wie viel sozusagen Zeichen er vorhanden hat, um dieses Phraseologismus in das Programm einzutippen. Weil, wie wir wissen, in der audiovisuellen Übersetzung ist eine gewisse Anzahl von Zeichen zu beachten. Hier eine kleine Liste der Bibliografie, die ich verwendet habe für diesen Vortrag und auch für die Erstellung des kleinen Wörterbuchs. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hier nur kleiner Auszug aus ein paar Online-Quellen oder Internetressourcen, die man als Übersetzer und angehender Übersetzer verwenden kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.